Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute endlich die Kategorie Auge vorstellen von den neuen Essence-Neuheiten, die jetzt im Herbst-Winter rauskommen werden. Und wir fangen jetzt mal an mit der Nude-Palette, die für mich ein absolutes Highlight ist. Wie ihr sehen könnt, besteht sie aus 6 verschiedenen Farben, die alle matt sind, was ich super gut finde für den Alltag, einfach bestens. Ihr werdet jetzt gleich sehen, wie ich sie auftrage und wie sie am Auge aussehen wird. Und sie ist wirklich, wirklich nude, das kann ich euch jetzt schon sagen. Den Applikator da drin, den mag ich nicht so, den habe ich auch unbeachtet gelassen. Ich habe natürlich meinen Pinsel genommen. Hier seht ihr zwar jetzt noch einen von Essence selbst, aber ich fand jetzt meinen im Auftrag besser und deswegen habe ich den dann verwendet. Werdet ihr ja jetzt auch dann sehen. So, los geht's. Hier habt ihr nochmal die Nahaufnahme der ganzen Sache. Und jetzt trage ich sozusagen die erste Farbe auf. Immer wo ein Sternchen zu sehen ist, wisst ihr, dass es genau die Farbe ist, die ich gerade auftragen werde. So habt ihr einen besseren Überblick und ich muss euch nicht die Namen nennen. Und ich glaube, bildlich gesehen ist das einfach besser zu zeigen, als wenn ihr da eine Schrift haben würdet. Also ihr seht schon, die Palette ist wirklich sehr, sehr nude, also für den Alltag mega gut. Für die Leute, die es deftiger mögen, Finger eher weg, denn sie ist wirklich, ihr seht es ja, also alle Farben unterscheiden sich immer nur um ein Nü, abgesehen von der letzten Farbe, wie jetzt gerade. Da seht ihr einfach, die hat einfach ein bisschen mehr Pep dahinter. Die ist super gut für die Crease. Ich habe halt die Farben alle aufgetragen, eben über das ganze Lid, damit ihr eben einfach den Effekt seht. Dann lasst uns zur Smoky Eye Palette kommen. Hier sind ebenfalls 6 Farben, manche schimmernd, manche matt, also alles, was das Herz begehrt. Auch hier habe ich wieder den Applikator nicht beachtet und hier habt ihr dann, wie ihr seht, eine Anleitung, die ihr benutzen könnt. Ich habe die jetzt mal einfach wieder reingeschoben, denn ich trage es ja eh am ganzen Lid auf. Angefangen mit der ersten Farbe und in die bin ich absolut verliebt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe wirklich gedacht, dass ich diese Palette niemals benutzen werde, weil ich einfach nicht so der Smoky-Eye-Mensch bin, aber die Farben, die changieren so ein bisschen lila, grau, einfach wunderschön. Hier seht ihr jetzt diesen leicht, also ich finde, dass er so ein bisschen was Bronze-ähnliches, aber doch nicht Bronze hat, also so ein... Oh, schwer beschreibbare Farbe, aber sie ist wirklich richtig schön. Ich finde auch gerade bei blauen Augen kommt die Farbe sehr, sehr gut rüber, weil sie eben doch noch einen leichten Blauanteil hat. Also ich sage ja, es ist schwer zu beschreiben, diese Farbe. So, bei der Farbe, da war ich wirklich skeptisch, denn ich mag eigentlich keine... so krassen Glitzerpartikel bei dunklen Farben. Aber ich bin wirklich, wirklich verliebt und sie lässt sich super gut verblenden. Ich habe das alles, wie gesagt, im Schnellauftrag gemacht, hintereinander weg und sie krümelt kaum, hat kein Fallout, also zumindest bei mir jetzt nicht gehabt und absolute Empfehlung für euch, wenn ihr sowas mögt. Und schaut euch mal diese Champagnerfarbe an, die ist so, so toll. Die Farbe jetzt, die ist für mich ein absoluter Herbstton, absolut tragbar, auch für Blauaugen. Ich glaube, dass sie bei Grünen auch sehr, sehr stark rauskommen könnte, aber alles in allem eine schöne Herbstfarbe und auch, ihr seht ja, also Fallout habe ich so gut wie gar nicht. So, hier seht ihr jetzt die neuen Paletten und zwar sind da 8 Farben enthalten, von schimmernd bis matt, alles mögliche für euch vorhanden. Ich trage euch jetzt nur die Vintage-Variante auf dem Auge auf, alle anderen seht ihr geswatcht. Aber hier wollte ich euch einfach mal zeigen, wie krass pigmentiert diese Farben sind und wie schön sie rüberkommen. Alle Paletten verhalten sich ähnlich auf dem Auge, also da macht euch mal keine Gedanken. Ich wollte euch, wie gesagt, nur eine Palette swatchen, sonst wäre das Video unnötig lang geworden. Und gerade meine Lieblingspalette, die musste ich euch einfach zeigen, denn... ich bin so in love.
Hier muss ich allerdings zugeben, bei den Paletten, also bei mir haben diese wiederum ein wenig Fallout hinterlassen. Sieht man jetzt eventuell hier bei den hellen nicht so stark, aber ich habe ja auch die anderen mal ausprobiert und da waren gerade die dunklen Farben, ich weiß nicht, ob man das nachher bei dem Grün sieht, doch recht stark pigmentiert, dass ich halt eben das Fallout extrem gesehen habe. Also ihr seht es ja im inneren Augenwinkel, dass man da doch ein bisschen aufpassen muss. Die Farbe ist so schön. Das ist nämlich ein, ach ja, es ist ein Grau-Grün, würde ich sagen. Und die finde ich wirklich ganz klasse. Das ist ja meine liebste Farbe in der Palette jetzt. Hier kommt die mega gute Farbe. Ihr seht, sie ist ein bisschen zickig im Auftrag. Ich muss dazu sagen, mein Augenlid war ziemlich ölig durch diesen Augen-Make-up-Entferner die ganze Zeit. Vielleicht lag es daran, dass der Auftrag ein bisschen schwerer war, aber verblenden lassen sie sich trotzdem sehr, sehr gut. Hier seht ihr jetzt die Swatches. Also wie gesagt, ich habe es euch jetzt nur noch auf der Hand geswatcht, weil das doch ein bisschen anstrengend gewesen wäre für mein Auge. Ich bin absoluter Fan von der unten rechts Farbe. Die ist so, so schön. So ein bisschen rosig. Dann kommen wir jetzt zu der Rose-Palette. Ach, wie hätte man es ahnen können. Hier fände ich persönlich das helle, was gerade aufgetragen wurde, lila super schön. Und das dunkle Lila mega, mega gut. Also auch hier könnt ihr nichts falsch machen. Bei der Nudes, also wenn ihr die andere Palette habt, braucht ihr die nicht, meiner Meinung nach. Von der Pigmentierung ist sie definitiv besser als die große Palette, aber ihr braucht meiner Meinung nach nicht beide. Also wenn ihr eine von den beiden habt, seid glücklich und die Farben sind klasse. Die Grace Palette, ja, da, das wird eine Palette sein, die werde ich abgeben. Nicht, weil ich keine, weil ich die nicht gut finde, sondern einfach, weil ich die Farben nicht trage und eben mich jetzt in die große Smoky Palette verliebt habe. Und deswegen wird die abgegeben an eine Dame, die viel besser damit umgehen kann als ich. Hier seht ihr die neuen Erweiterungen der Lidschatten. Und ich finde das rosa wunderschön, ihr werdet das gleich aufgetragen sehen. Fangen wir an mit 20 Rosy Happiness und oh mein Gott, das ist für mich so eine Alltagsfarbe, die ich total gerne trage. Also die bleibt mein, denn mit der kann man einfach nichts falsch machen. Jetzt sind wir bei 22 Deep Star angelangt und das ist eine Farbe, ich bin so allgemein blau, ich tue mich mit blau so schwer. Was sagt ihr denn? Findet ihr, dass das zu meinem Auge passt oder eher nicht so? So, 21 Keep Calm Berry On. Oh Gott, diese Farbe werde ich euch natürlich, also werde ich an euch verlosen, denn ich habe sie zweimal bekommen, einmal für euch und einmal für mich und ich bin so verliebt in diese Farbe. Hier die Essence Metal Glam Farben, wunderschön. Hier 23 Vintage Lilac, wer weiß das schon. Jedenfalls sind die sehr stark pigmentiert und haben auch einen großen Schimmer drin, was nicht ganz mein Fall ist, aber bei der Farbe stört es mich jetzt nicht sonderlich. Let's Go Burgundy oder wie Burgundy? Hier habe ich ein starkes Fallout gehabt. Ich weiß nicht, ob es an meinem Pinsel lag oder keine Ahnung, aber das war jetzt eine Farbe, die ein bisschen zickig war im Auftrag. Hat sich auch nicht ganz so gut verblenden lassen wie die anderen dunklen Farben, die ich euch schon gezeigt habe, aber alles in allem eine wunderschöne Farbe. Auch wieder perfekt für den Herbst, meiner Meinung nach. Und jetzt die I Love Nude Reihe und da kann man nichts falsch machen. Da könnt ihr kaufen, welche Farbe ihr wollt, die sind einfach bombig. Hier die 03 Rosenjoghurt und was soll ich euch sagen? Schaut es euch an! Und die 07 Brownalicious und die Farbe ist wirklich so, so schön und ich finde,
diese Farbe passt extrem gut zu braun, zu blauen Augen, so rum. Und sie lässt sich so gut verblenden. Schaut mal, ich finde die Farbe so, so toll. Sie hinterlässt so ein bisschen einen Grungy-Look. So, Mädels, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.